So, dann wünsche ich zunächst mal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr auf den ersten Tag der digitalen Bildungswochen und noch schöner, dass ich den direkt anfangen kann. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit den Podcasts und wie man die ganz einfach erstellen kann mit der App GarageBand, die sowieso schon immer als Bordmittel mit auf dem iPad drauf ist. Mein Name ist Steffi Schäfers. Ich bin Lehrerin am Kufen-Gymnasium für die Fächer Englisch, Französisch und Biologie und habe jetzt tatsächlich vor noch gar nicht so langer Zeit meine ersten Erfahrungen gemacht mit Podcasts. Ich fand das sehr, sehr spannend und ich würde so gerne so ein bisschen davon berichten, wie ich das gemacht habe. Ich habe nämlich mit meinen Schülern in der 8C einen Podcast gemacht zu American History. Das war kam in unserem Buch vor. Und wir haben das ersetzt als Klassenarbeit. Und wir haben im Vorhinein schon mal ein bisschen geübt, aber davon noch weiter im Verlauf dieses Webinars. Podcasts sind tatsächlich heute gar nicht mehr so richtig wegzudenken. Das ist eine Kombination vom Wort her zwischen iPod, den kennt ja mittlerweile schon fast keiner mehr, und dem Wort Broadcasting und ist tatsächlich ein sehr, sehr beliebtes Format aus unserer Schülerinnen- und Schülerwirklichkeit, aber auch von uns Lehrerinnen und Lehrer. Nämlich 2,5 Millionen Podcasts gibt es tatsächlich weltweit und alleine 70.000 davon in deutscher Sprache. Was macht das Ganze so spannend? Das ist ein sehr individuelles Format. Ich kann hören, was ich möchte, von wem ich das erzählt haben möchte, wo ich das möchte, zu welchem Thema. Und es gibt ein unfassbar großes Angebot, auch für uns Lehrer im Übrigen, da ist der EduFunk zum Beispiel auch ein solches Format, wo Kolleginnen und Kollegen zu aktuellen Themen rund um die Digitalisierung befragt werden und dort aus ihrer Erfahrung berichten. Das heißt also, das Format ist tatsächlich auch wirklich jedem Schüler, jeder Schülerin und jedem Schüler bekannt und kann dort sehr gut genutzt werden. Um einen kleinen Ausblick und eine kleine Idee zu bekommen, wie das aussehen kann mit GarageBand, was ich gleich erklären möchte, habe ich hier so ein kleines Video als Teaser. Sound can transform a simple story into something so much richer. I'm Tamara Adegon, and something you may not know about me is I love to hike. Layering sounds like this is easy. Touch and hold GarageBand and select Create New Audio Recording. Then tap the record button and record your voice. I'm Tamara Adegon, and something. With a few more taps, you can record other sounds that bring your story to life. Now it's your turn. Layer your voice and other sounds to answer the question, what's your passion? Tag a teacher and share your ideas. I can't wait to hear what you create. Ja, wo man diese Podcast-Aufgabe gleich hier findet, mit Anleitung, auch da werde ich später noch drauf eingehen. Also deshalb, das war so ein kleines Format, um mal zu zeigen, wie kann das denn eigentlich aussehen? Und die Möglichkeiten dort sind tatsächlich grenzenlos. Wenn übrigens hier im Hintergrund einer hört, das ist die Katze, die hier unbedingt rein möchte, die könnte man als Sound direkt verwerten gleich. Mal gucken, wenn sie es gleich noch macht, dann werden wir dir direkt mal in unseren Podcast mit einbauen. Ich möchte nämlich hier rein. Grenzenlose Möglichkeiten. Egal, ob ich als Podcast fiktive Geschichten, zum Beispiel für mich als Fremdsprachenlehrer ist das natürlich ein schönes Format, ob man die Biografie einer Lehrkraft über aktuelle Themen reflektieren lässt, die digitale Mediennutzung an der Schule zum Beispiel, Freigabe von Handys, ja oder nein. Typisches drei Fragen, drei Antworten. Entweder auch mit Interviewpartnern geht das tatsächlich sehr gut, über die Lieblings-Apps oder Tools spricht, über die Urlaubspläne, Hobbys, Bücherempfehlungen. All das wären mögliche Themen,
die man nutzen kann in einem Podcast. Hier unten rechts sieht man unser Logo von meiner Schule, nämlich den Kuvencast, den zwei sehr engagierte Kolleginnen, eine Kollegin und ein Kollege von mir machen mit Schülern. Und dieser Kuvencast hat jetzt, glaube ich, unsere Musik-AGs, war der letzte. Es gab dann eins zu Halloween. Es gab verschiedene, immer regelmäßigen Abständen, immer dort Themen, die dort regelmäßig in diesem Schulpodcast behandelt werden. Wie kann ich das Ganze jetzt gestalten, wenn ich denn jetzt ein Thema habe? Nämlich entweder mit Vorbereitung und ich plane meinen Podcast minutiös, oder ich kann das Ganze auch mehr als Improvisation nutzen. Ich gehe mal einmal kurz auf beide Möglichkeiten ein, nämlich wenn ich das so einen Podcast erstellen lasse von Schülerinnen und Schülern mit Vorbereitung, dann gehört da einiges dazu. Das heißt, erstmal müssten die Schülerinnen und Schüler sich überlegen, welches Thema möchten wir ansprechen, auf welches Zielpublikum richtet sich das, wie lang soll das sein, wie baue ich Spannung auf, wie mache ich einen roten, führe ich in einem roten Faden durch das Thema, das muss lebendig sein, energetisch. Alles das muss ich am Anfang bedenken. Dann, wir haben das gerade bei unserem Kuvencast gesehen, das hat nämlich jetzt ja schon einen Namen und auch mit diesem kleinen Pac-Man-Logo und den Kopfhörern mit dem C halt schon ein Branding. Auch da, gerade wenn das regelmäßige Podcasts werden sollen, müsste man sich da mal einen Gedanken drum machen. Dann kommt es zur eigentlichen Planung der Podcast-Folge, die dann gemacht wird, nämlich wie nach einem Jingle, auch der muss natürlich gestaltet werden, soll eingeleitet werden, willkommen, macht man das zu mehreren Moderatoren, wechselt man sich ab, macht das jeweils einer, welche Struktur bekommt der Podcast, Verabschiedung, Vorschau auf die nächsten Themen, das heißt, das geht dann mehr in die inhaltliche Ebene, bevor es dann zur eigentlichen Produktion kommt, wo Rollen verteilt werden, auch ein Skript geschrieben wird. Wie ausführlich macht man das? Hält man sich daran an richtigen Text oder sind das mehr Stichworte? Wird mehr freigeredet? Auch das ist eine Frage, welches Zielpublikum, welches Thema habe ich? Mikrofontests, Audio aufnehmen und so weiter und so fort. Alles das müsste dann vorbereitet werden, bevor der Podcast dann wirklich gemacht wird. Oder eben, man verzichtet auf das Ganze. Das habe ich nämlich mit meinen Schülern mal ausprobiert. Und wir haben gar nicht groß geplant, sondern wir haben direkt losgelegt und haben das an einem Beispiel gemacht und an einer App, die schon auf unseren iPads drauf waren. Jetzt muss ich dazu sagen, an meiner Schule, an der ich jetzt bin, haben wir eine 1:1-Ausstattung. Das bedeutet, ab der 7. Klasse, wir sind jetzt inklusive erstes Jahr Oberstufe, also EF, hat jedes Kind ein eigenes iPad, sodass wir von der Geräteausstattung da keinerlei Probleme hatten und auch alle Schülerinnen in meiner Klasse ein eigenes, nicht nur ein eigenes iPad, sondern halt auch GarageBand zur Verfügung hatten. Netterweise habe ich auch das Video, werde ich noch nachher nochmal verlinken und dort nochmal darauf hinweisen, nämlich das findet man in unserem YouTube-Kanal iPad Learning Community Dach. Und zwar ist das von Music in the Box und die hatten diese schöne Geschichte einer Improvisation, einer Gruselgeschichte, die man gut ohne Vorbereitung und recht spontan als Podcast-Folge mit meinen Schülerinnen und Schülern, mit Schülerinnen und Schülern aufnehmen. Mit meinen Schülerinnen und Schülern habe ich das folgendermaßen gemacht. Es nahte nämlich zu dieser Zeit Halloween und ich habe Englisch und dann habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine gute Idee, um das hier alles mal auszuprobieren, nämlich um GarageBand, auch den Schülern, das war den, die hatten in Musik mal damit gearbeitet, aber tatsächlich auch nicht so viel. Ich habe ihnen dann nochmal gezeigt, wie das geht, wie man eine Audioaufnahme macht. Alles das werde ich jetzt auch gleich im Folgenden mal zeigen, wie Story und die Sprache in GarageBand aufgenommen werden können und auch wie man Klangeffekte und Geräusche dort unterbringen kann.
Und wie gesagt, da ich ja jetzt nun Englischlehrer bin, habe ich gedacht, ja gut, aus der Gruselstory machen wir mal Scary Story. Und wie gesagt, das war rund um Halloween. Und dann habe ich das Ganze hier dann einfach umgemodelt halt ins Englische. Und das war jetzt die Ausgangssituation. Wir sind natürlich auf einem gruseligen Friedhof um Mitternacht und es ist eine Gruft und die Türe schlägt und der Wind schlägt die Türe zu und es sind zwei Frauen dort gefangen und der erste ist eher so ein Hasenfuß und der andere mehr so, ach, mach doch alles gar nicht so, stell dich nicht so an. Und das war die Ausgangssituation und damit habe ich eigentlich dann gesagt, so macht mal. Und das war total spannend. Und wie die das gemacht haben und wie rein technisch das geht mit GarageBand, das würde ich jetzt gerne einmal zeigen. Und ich kann dann auch gleich erzählen, wie das denn bei uns, wie meine Schülerinnen dann damit klargekommen sind. Ich gehe jetzt hier gerade einmal aus der Präsentation raus und meine App GarageBand, auch da kann ich natürlich wieder mein Spotlight netterweise zur Verfügung haben und das hier mir mal suchen lassen. Hier ist sie. Und diese App sieht so aus. Wir kennen das schon vom Layout her, wie bei Pages, Numbers, Keynote, Dateien-App, Notizen-App. Die sieht von der Aufteilung her ungefähr genauso aus. Ich habe den Verlauf, ich habe die Möglichkeit, geteilte Ordner anzulegen. Ich habe, da ich mit einer Apple-ID angemeldet bin, hier Zugriff auf iCloud Drive und verschiedene Ordner, verschiedene Speicherorte, die ich hier auswählen kann. Und ja, man sieht, ich habe jetzt hier, ich selber habe noch gar nicht so viel gemacht. Brauchte ich jetzt auch gar nicht, weil ich das ja auch meinen Schülern hier, ne, Scary Podcast, da haben wir nämlich mal geübt. Und ich würde jetzt gerne einmal zeigen, was wie wir das gemacht haben, nämlich hier in einen neuen Song, so heißt das immer, also ein neues Dokument heißt Song in dem Falle, hinzugefügt mit dem Plus. Da wir jetzt einen Podcast aufnehmen, könnten wir auch schon sofort diese Funktion nutzen, nämlich hier das Mikrofon mit dem Plus. Beides wäre möglich. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf dieses Plus, weil man sieht, ursprünglich, Entschuldigung, im ursprünglichen Sinne ist GarageBand tatsächlich gedacht, um Musik zu machen, aber eben nicht nur. Und ich habe hier die Möglichkeit, den Audiorekorder auszuwählen. Und das ist das, was wir jetzt nutzen möchten. Das tippe ich einmal an. Und man sieht, das ist jetzt hier meine Oberfläche. Netterweise hat hier oben links in der Ecke, finde ich, dort ein Fragezeichen. Ich weiß, dass wenn man Kollegien fragt, welche App nutzt ihr denn von den Sachen, die beim iPad sowieso schon mit dabei sind, am wenigsten ist das meistens GarageBand. Irgendwie schlägt das, weiß ich auch nicht, alle Leute irgendwie so ein bisschen in die Flucht, außer die Musiklehrer und so ein paar Unerschrockene, aber meistens ist das die etwas stiefmütterlich behandelte App. Und ich finde tatsächlich zu Unrecht, weil gerade für die Podcast-Sachen eignet sich das wirklich sehr, sehr gut und ist auch tatsächlich sehr einfach nutzbar. Der erste Punkt hier oben links in der Ecke finde ich dieses Fragezeichen. Und das ist zum Beispiel schon mal die erste Hilfestellung, die ich habe. Selbst wenn ich da nicht alles weiß, welches Knöpfchen für was ist, das kann ich mir hier oben mit dem Fragezeichen anzeigen lassen. Und dann kann ich lesen und man wird sehen, ich brauche gar nicht jede dieser Funktionen. Also viele Sachen sind für mich auch gar nicht so interessant. Man sieht hier, kommt jetzt ein Ausschlag. Das ist mein Tonsignal, das hier ankommt. Auf der rechten Seite steht Monitor und aus. Das hat auch seine Richtigkeit, dass das aus ist, weil ich gerade nicht mit einem Kopfhörer verbunden bin. Wäre ich jetzt mit einem Kopfhörer verbunden, dann könnte ich jetzt hier den Monitor auch anmachen. Man kennt das von Konzerten, dass man dort seine eigene Stimme und das, was man aufnimmt, nochmal dann auf den Kopfhörern hört und sich da nochmal kontrollieren kann. Also diese Funktion hier auf der linken Seite, das Ausgangssignal, deshalb steht das hier auch out,
das nutze ich, wenn ich Kopfhörer habe. Hier, das ist das Eingangssymbol und man sieht, ich spreche jetzt hier rein und dementsprechend schlägt hier meine Stimme aus. Das ist hier in der Mitte sehr prominent, steht hier Narrator und ein Mikrofon. Das ist natürlich wunderbar, weil das ist ja genau die Einstellung, die ich gerne hätte. Ich habe die jetzt mal angetippt mit dem Finger und man sieht, ich bin hier, steht Audio Recorder, Vocals auf der linken Seite. Hier könnte ich natürlich jetzt auch Instrumente auswählen, aber ich habe jetzt hier die Wahl dort zum Beispiel hier oben Lead Vocals, wenn ich jetzt was singen würde oder Radio. Man sieht, hier unten ändern sich dort die Einstellungen und auch die Möglichkeiten der Einstellungen, so dass ich hier für das, was ich jetzt brauche, nämlich für mich wäre es jetzt erstmal den Erzähler. Ich würde ja jetzt erstmal gerne gleich sagen wollen, dass ich denn auf dem Friedhof bin und dann meine beiden Tonspuren einsprechen, den ängstlichen Freund und diesen etwas selbstbewussteren Freund. Das betrifft Stimme und deshalb würde ich jetzt hier die Voreinstellung Narrator auswählen und dann oben rechts sagen, fertig. Neben Studio, das war jetzt hier diese Einstellung, die ich gefertigt habe, kann ich auch auf der linken Seite Spaß einstellen. Auf Aufnahme, aha, okay, habe ich gemacht. Und man sieht, hier habe ich so einen Stimmverzerrer. Das ist natürlich auch ganz schön, weil ich das, irgendwer hat mal gesagt, das ist aber nur was für kleine Kinder. Nö. Kann ich sagen, nein, also finden auch 8-Klässler, auch 10-Klässler finden das noch nett. Also selbst in der Oberstufe dann, weil man das halt immer bezogen auf das, was ich denn vorhabe, tatsächlich nutzen kann, um meinen Podcast lebendiger erscheinen zu lassen. Also das nur am Rande. Hier sind auch schon voreingestellte Stimmverzerrer, die ich halt für meinen Podcast nutzen kann. Ich gehe jetzt hier einfach mal in diesen ganz normalen Studiomodus. Und würde jetzt gerne meine Stimme aufnehmen. Und man sieht, ich habe hier einen Rückspul-Button, ich habe hier oben einen Play-Button und hier meinen Aufnahmeknopf. Per se ist immer hier das Metronom eingestellt. Das sieht man hier an dieser blauen Funktion. Ich schalte das jetzt mal aus, weil ich während meiner Aufnahme jetzt nicht dieses Metronom da reinhaben will. Das zählt mich jetzt zwar ein, wenn ich das jetzt aufnehme, aber dann brauche ich das Metronom jetzt nicht mehr. So, habe ich etwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich probiere es mal. Mach mal. So, ich nehme auf. Nachts auf dem Friedhof. Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe jetzt aber Angst. Ach Quatsch, stell dich nicht so an. So schlimm ist das doch gar nicht. So. Und gehe jetzt hier mal auf zurück. Und man sieht, ich bin jetzt hier mit meiner aufgenommenen hier wieder an den Anfang gehüpft. Und das Blaue hier, das ist jetzt meine Aufnahme. Wir hören es uns mal an. Nachts auf dem Friedhof. Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe jetzt aber Angst. Ach Quatsch, stell dich nicht so an. So schlimm ist das doch gar nicht. So, ich mache mal hier auf Pause. Jetzt kann man sich unschwer vorstellen, dass ich habe 30 Schüler in Englisch. Wenn die alle in so einer typischen Flurklasse, Flur rechts und links Klassenräume und wenn die alle da sitzen, dass das unglaublich laut ist und dass die, dass das Mikrofon am iPad nicht unterscheidet zwischen Haupt- und Nebengeräusch. Das blendet nicht wie unser Gehirn die Nebengeräusche aus, sondern das nimmt gleichberechtigt auch die Stimme des Nachbartischs auf. Und das ist ja aber etwas, was ich tatsächlich nicht so gerne haben möchte. Auch deshalb gehen die Schüler bei uns und die Schülerinnen bei uns dann raus. Die gehen auf den Flur, die fragen, ob sie in der Nebenklasse, wenn da keiner ist, ob die denn dahin können. Die gehen zum Teil ins Treppenhaus. Jetzt ist es aber so, dass das Treppenhaus zum Beispiel unheimlich hallt.
Und man hört den Hall dann sehr an der Stimmqualität. Deshalb ist es für den Ton ganz nett, die hängen sich dann wirklich jetzt gerade im Winter eine Jacke oder einen Schal dann rüber und dann haben die so eine kleine Tonkammer. Das sieht zwar immer ein bisschen blöd aus, aber funktioniert vom Schallschlucken und von der Tonqualität her tatsächlich ein bisschen besser. Hier ist es jetzt natürlich hier in meinem ruhigen Arbeitszimmer kein Problem. Aber wenn halt viele Schüler dort sitzen und sowas aufnehmen, dann wird das ein dezentralerer Unterricht. Und deshalb sieht man auch schon, dass eigentlich für so eine Sorte Unterricht unsere Schulgebäude nicht wirklich gut geeignet sind. Also das, wer jetzt gerade dabei ist, vielleicht mal in der luxuriösen Lage ein neues Schulgebäude denken zu dürfen, sollte man das immer mal im Kopf behalten, dass man da ja auch dezentralere, auch schallschluckendere Ecken einrichten kann. So, wie gesagt, das ist jetzt meine Tonspur. Hier ganz rechts dieser Knopf, dieses Plus, das ist noch von Interesse, weil nämlich per se alles, was ich aufnehme, erstmal auf 8 Takte begrenzt ist. Wenn ich so einen Podcast aufnehme, komme ich mit 8 Takten nicht weit. Deshalb tippe ich hier mal drauf und setze das Häkchen bei automatisch. Dann steht jetzt hier Abschnitt 8 Takte automatisch und dann nimmt er automatisch halt so lange auf, bis ich dann tatsächlich alles mit meinem Podcast fertig bin, weil ansonsten ist das halt immer beschränkt. So, ich bin jetzt hier, wie gesagt, in der Aufnahmefunktion. Ich würde jetzt allerdings gerne einmal, und dazu bediene ich jetzt hier diesen dritte Schaltfläche von links oben in der Ecke. Da gehe ich jetzt mal drauf und man sieht, jetzt bekomme ich das, was wir eben im Video gesehen haben, nämlich dort meine einzelne Tonspur. Die kann ich jetzt noch bearbeiten. Ich kann mir, man sieht hier, ne, das ist jetzt im Prinzip immer mein Pfeil, wo ich jetzt gerade bin. Und ich könnte mir das hier nachts auf dem Friedhof anhören. Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe jetzt aber Angst. Ach Quatsch, stell dich nicht so an. So schlimm ist das doch gar nicht. So. Ich tippe das jetzt mal an und wer schon mal mit iMovie gearbeitet hat, der wird das kennen, dass ich jetzt hier diese einzelnen Tonspuren zum Beispiel auch länger mit dem Zweifinger zoomen. Das heißt, ich habe das angetippt und gehe jetzt mit 2 Fingern rein und kann das Ganze jetzt hier mit zusammen machen oder hier auch ein bisschen größer ziehen. Jetzt hier zum Beispiel an einem Anfang, da passiert nicht viel. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel anfassen. Und muss ich nochmal Finger an, so, und kann das hier so ein bisschen näher ranziehen. Mal sagen, Moment, ich mache nochmal, gehe nochmal an den Anfang. So. Nachts auf dem Friedhof. Jetzt aber ein bisschen blöd, jetzt habe ich hier am Anfang hier so viel Pause. Ich habe mir das allerdings, man sieht, dass hier jetzt so ein bisschen kleiner gezogen. Das Schöne ist, und das kann man Schülern auch immer direkt sagen, nichts, egal ob man was mal falsch gemacht hat oder sagt, oh Mensch, das Stück dahinter war super, aber der Anfang war doof, das finde ich jetzt blöd, die kann man einfach ausblenden. Nämlich einfach, indem ich hier auf diese Tonspur drauf tippe, ich fasse hier vorne an und ziehe mir den Rest zurück. Der ist praktisch nur ausgeblendet, er ist aber immer noch da. So, ich nehme jetzt hier, halte den Finger einfach drauf, schiebe mir das hier an den Anfang und habe jetzt hier bündig mit dem Beginn dort, noch nicht ganz, so, jetzt aber. So, bündig mit dem Beginn dort meine Tonspur. Nachts auf dem Friedhof. So, genau. Das wäre jetzt hier die Stimme des Erzählers. Jetzt käme ja der erste Freund. Wenn ich Sachen bearbeite oder vielleicht im Nachhinein nochmal einzelne Teile neu einspreche, ist das sehr anstrengend, wenn das alles hier in einer Tonspur ist. Deshalb würde ich jetzt gerne meine 3 Personen, nämlich den Erzähler und den ersten Freund und den zweiten Freund, auch auf 3 Tonspuren verteilen. Das mache ich jetzt mal. Auch da habe ich jetzt wieder mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 hier unten, auch das kennt man schon von Pages, von Numbers, von Keynote, dass ich
Ja, von Numbers nicht. Da wäre es hier oben. Aber bei Kino zum Beispiel funktioniert das genauso, dass ich hier unten mit dem Plus dort jetzt hier zum Beispiel wieder mit dem Audiorekorder eine neue Tonspur einsetze. Ich drehe jetzt hier das Ganze nochmal in die Bearbeitungsansicht und siehe da, hier habe ich jetzt eine weitere Tonspur entwickelt. Ich tippe hier diese obere Spur nochmal an. Ich tippe die nochmal an und das, was jetzt hier oben kommt, das ist meine Bearbeitungsleiste und die beinhaltet unter anderem den Punkt Teilen. Und mit diesem Scherchen, ich kann das jetzt mit dem Finger anfassen, einmal nach unten wegziehen und man sieht, dann kann ich jetzt hier dort meinen Ton teilen und in eine neue Tonspur schicken, sodass ich hier nachher das Ganze ein bisschen auch optisch klarer auseinandergedröselt habe und muss nicht innerhalb einer ganz langen Tonspur damit suchen und hin und her gucken, wo ich das denn habe. So kann ich halt auch zum Beispiel dort eine Sache nochmal aufnehmen und dann durch das Missglückte zum Beispiel ersetzen. Wenn es auch nur der letzte Arbeitsschritt ist, den ich zum Beispiel nicht richtig gut gemacht habe, wo ich sage, nee, das mache ich aber lieber nochmal, habe ich auch hier wieder meinen Freund, den gebogenen Pfeil, der immer den letzten Arbeitsschritt, ja, wie zum Beispiel diesen jetzt hier, meinen letzten Arbeitsschritt rückgängig macht. Das nimmt Schülern viel Druck, dass die immer wissen, aha, okay, ich kann Sachen ausblenden, ich kann es löschen, ich kann das nochmal rückgängig machen. Das ist tatsächlich für die ganz angenehm. So, hier habe ich jetzt aber auch noch eine Möglichkeit, eine weitere Tonspur hinzuzufügen. Gerade habe ich es mit dem Plus gemacht. Jetzt möchte ich aber für den zweiten Freund auch noch eine eigene Tonspur. Deshalb kann ich jetzt hier das nochmal hier auf diesem Mikrofon nochmal antippen und einfach sagen, duplizieren. Dann wird mir mit den Einstellungen, die ich habe, dort jetzt hier die Tonspur erzeugt. Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe jetzt aber Angst. So, dann mache ich nochmal Stopp, tippe nochmal drauf, sage nochmal teilen, ziehe das runter, packe auf den letzten Freund, auf den zweiten Freund und schiebe das jetzt hier runter. So, ich kann das jetzt Ganze mit dem Zwei-Finger-Zoom etwas ranzoomen und man sieht, ich habe jetzt drei Tonspuren, die jetzt aber alle drei Narrator heißen. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht. Deshalb kann ich hier auch nochmal dort auf das Mikrofon tippen und kann sagen, umbenennen und siehe da, dann kann ich sagen, Friend 1, Enter und tippe jetzt hier nochmal drauf und sage umbenennen und gehe auf das X und sage hier Friend 2. Okay, so, damit hätte ich jetzt hier, ja, das mir hier nicht umbenannt. Ah, das ist ja interessant. Hätte ich wahrscheinlich direkt am Anfang machen sollen. Da macht das, da macht das da unten. Aha. Auch interessant. Weiß ich das auch schon? Wahrscheinlich hätte ich es direkt am Anfang machen müssen. Mal gucken, ob er es jetzt macht. Schauen wir mal. Ja, jetzt macht das da oben auch in der Tonspur. Also mir wird es meistens, also ich bin bislang gut klargekommen, wenn das hier in den Reihen, dass ich da so ein bisschen Orientierung habe. Aber hier finde ich jetzt noch einen ganz interessanten Punkt. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Diese Ansicht kennen wir ja schon. Hier an der Seite finde ich so einen kleinen grauen Haken. Den kann ich jetzt nach vorne schieben und man sieht, ich kann jetzt hier, dieser zügelige Freund zum Beispiel, der ist ein bisschen leiser, deshalb kann ich hier den jetzt ein bisschen lauter machen und eventuell ist dieser sehr selbstbewusste Freund ein bisschen sehr laut, auch vom Ton her, sodass ich hier also auch, und das passiert häufig bei Schülerinnen und Schülern, dass die unterschiedlich laut sprechen oder auch unterschiedlich nah ans Mikrofon reden, dass ich hier also auch nochmal nachjustieren kann, wie die einzelnen Stimmen von der Lautstärke her sind. Ich kann hier auch einzelne stumm stellen oder ich kann auch hier mit dem Mikrofon, mit den Kopfhörern zum Beispiel sagen, so, ich möchte jetzt mal nur diese Spur hören. Und man sieht in dem Moment, wo ich sage, bitte nur der jetzt, hier bei den Kopfhörern werden die anderen gegraut und dann höre ich die nicht. Das heißt, ne,
Jetzt hör's nicht. Oh, und jetzt kommt die Stimme. Ich habe jetzt aber Angst. Und wieder nicht. Das heißt, wenn ich hier ganz viele Tonspuren habe und ich möchte nur mal einen nochmal, dann bietet sich das hier an. Oder ich könnte natürlich alle anderen einzeln dort stumm schalten. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich jetzt was vergessen? Nein, Stimme haben wir drin. Was ich aber noch ganz schön fände, deshalb mache ich jetzt hier nochmal eine Tonspur. Ich mache nochmal duplizieren. Wäre, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal, deshalb stelle ich jetzt hier nochmal die ein. Ich glaube, das müsste funktionieren. So, gehe nochmal an den Anfang. Ich würde jetzt hier gerne so einen Wind aufnehmen. Und Geräusche kann ich jetzt auf mehrere Arten und Weisen dort in den Podcast reinbringen. Auch wie zum Beispiel Musik oder Anfangsmusik oder so einen Soundtrack unten drunter oder halt atmosphärische Geräusche. Die kann ich jetzt wie so ein Phony Artist, so nennen die sich, selber reinsprechen, quietschen, machen. Zum Beispiel fand ich immer spannend, auch mit eine Bürste auf einem Samtkissen macht die gleichen Geräusche wie Wellen am Meer zum Beispiel. Oder Sellerie, der knackt, sind auch im Film geknackte Knochen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Ideen, wie man da Geräusche erzeugen kann. Das ist auch für Schüler total spannend, auch darüber zum Beispiel mal einen Podcast zu machen, wie klingt eure Cafeteria oder wie klingt Freiheit? All solche Sachen kann man da ganz toll machen. Ich möchte jetzt aber für meinen Scary-Podcast eigentlich so ein bisschen Atmosphäre schaffen. Nämlich einen Wind würde ich gerne machen und ein Wolfsgeheul in der Fahne. Und wir brauchten eine klatschende Tür. Ich fange mal mit dem Wind an. Und zwar würde ich den Wind jetzt tatsächlich einmal selber hier rein pusten wollen. Mal gucken, wie was klappt. Ich mache das mal. Ja, das ist gemacht. Ich glaube, da muss man hören. Das ist jetzt was da. Da kam jetzt wieder nichts, aber das ist ja okay. Deshalb gehe ich jetzt nochmal hier um. Okay, so, das hier kann ich ja jetzt schon löschen. Ah, der macht jetzt alles schön too. Aha, okay. Interessant von der Benennung her. Ich lerne auch noch was dazu. So, das mache ich jetzt mal löschen, weil das brauche ich ja jetzt nicht. Ich höre mir jetzt nur mal hier meinen Wind an. So, den könnte ich ein bisschen lauter machen. Nochmal hören. Okay, finde ich jetzt schon mal nicht schlecht. Aber zwei Sachen stören mich jetzt noch. Erstmal ist der sehr kurz. Also der hier ist ja der Narrator. Der ist ja auch Quatsch, der braucht keinen Wind. Der sitzt da nur, der erzählt ja nur, der braucht ja gar keinen Wind zu haben. Der hier fängt beim Freund an. Und das ist zu kurz und es ist noch ein bisschen wenig Volumen. Zwei Sachen. Also zu kurz lässt sich ändern, indem ich einfach hier dieses Teil nochmal antippe und wähle Loop aus. Loop bedeutet, mir wird dieses Stückchen, was ich jetzt angetippt habe, einfach auf Repeat immer nochmal aneinander gehangen und jetzt nochmal, so lange, wie ich es nicht mehr haben will. Das finde ich schon mal gut. Das heißt, da brauche ich mich jetzt also weiter nicht mehr drum zu kümmern. Und ich habe hier oben noch hier ist es. Hier neben, rechts neben dem Mikrofon, diese drei Regler. Da kann ich jetzt nämlich hier zum Beispiel noch ein bisschen Echo hinzufügen oder das Ganze noch ein bisschen hallen lassen. Oder beim Spurpanorama kann ich das Ganze von rechts oder von links kommen lassen. Das heißt, das kann ich also da auch noch einstellen, wie ich das haben möchte. Ich habe jetzt hier ein bisschen, mal hören, dass ich ein bisschen mehr Volumen kriege. Mal gucken. Ja. Also. Also für ist jetzt, wie gesagt, quick and dirty. Dafür ist es wunderbar. So, reicht mir das jetzt erstmal. Und dann bräuchte ich jetzt aber noch ein Wolfsgeheul. Ich tippe das jetzt hier mal übrigens. Brauche ich noch Wolfsgeheul. Das machen wir jetzt mal. Ich
tippe das hier nochmal an, sage nochmal duplizieren und mache hier nochmal eine neue Stimmspur auf und gehe jetzt hier oben auf der rechten Seite links neben dem Zahnrädchen das dritte Zeichen von links, von rechts, dort hier auf diese Loops. Und man sieht, ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen Apple Loops, Dateien und Musik. Ich habe mir jetzt hier bei den Apple Loops, da steht mehr Apple Loops laden. Das heißt, es gibt nämlich schon vorgefertigte Sounds, die man nutzen kann in der Sound Library. Und man sieht, da gibt es also wirklich nichts, was es nicht gibt. Das, was ich jetzt mal hier verwendet habe, ist dieses hier, die Spielkiste. Die habe ich jetzt hier mir geladen. Und wenn man die lädt, ich gehe jetzt hier oben mal auf Fertig, dort oben, dann kann ich hier, wenn ich auf Filtern nachgehe, mir einstellen, zum Beispiel Soundpakete. Hier steht zum Beispiel jetzt alle Soundpakete. Dann würde das hier auch auftauchen. Man sieht, hier steht jetzt Spielkiste. Dort finde ich also die Apple Loops, die ich dann geladen habe, finde ich jetzt hier wieder. Und auch hier finde ich wieder mein Spotlight und kann dann zum Beispiel nach Wolfsgeheul, das gibt es nämlich hier schon, kann da praktisch nachsuchen. Und den brauche ich jetzt hier nur per Drag and Drop dort reinzuziehen. Und man sieht, ich mache das hier mal wieder aus. So, da ist er. Und kann mir jetzt mal anhören, wie sich das anhört. Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe jetzt immer Angst. Ja, der war jetzt hier. Auch den könnte ich ja jetzt hier nochmal hinzufügen, zum Beispiel. Auch das wäre mit Kopieren und Einsetzen oder als Loop. Das könnte ich jetzt auch nochmal machen. So, dann könnte ich aber ebenfalls von hier aus, also wie gesagt, hier nach Wolfsgeheul oder nach Tönen, die bei den Apple Loops schon angegeben sind, suchen. Ich kann aber auch mir Geräusche aus dem Internet suchen und die benutzen. Zum Beispiel, nein, digitale Wochen ist es nicht. Eine schöne Seite zum Beispiel dafür ist diese Seite hier, geräuschesammler.de. Da kann ich ebenfalls, ich habe nämlich jetzt hier schon mal ein bisschen geguckt, Tür, Kategorie, dann kann ich hier so ein bisschen gucken, quietschende Tür, da habe ich jetzt hier schon so ein bisschen Dixi-Klo, Türe schlägt zu, die kann ich mir jetzt hier anhören und kann dort auch mal gucken, wie quietscht die jetzt. Ah. Okay, ja, die ist schon mal gut. Die nehme ich jetzt einfach mal. Sage Download und gehe hier oben auf Laden. Bei Pixabay zum Beispiel wäre das auch eine Möglichkeit. Da kann man nicht nur nach Möglichkeit, kann man nicht nur nach Bildern suchen, sondern auch nach Geräuschen. Und hier oben jetzt finde ich mein Geräusch. Ich gehe jetzt nochmal hier in meine Loops und gucke jetzt mal hier unter Dateien. Dort finde ich jetzt durchsuchte Objekte in der App-Dateien. Da gehe ich jetzt mal hin und kann jetzt zum Beispiel gucken, hier unter Verlauf finde ich jetzt als letztes, was ich als letztes hinzugefügt habe, alte Tür, Mittelalter. Das mache ich jetzt mal. Die füge ich jetzt mal ein und dann wird die mir jetzt hier nämlich auch unter dem Loop, unter Dateien hier angezeigt. Und ich kann die jetzt auch wieder antippen und dort, jetzt hat sie sich hier über meinen Wolf gelegt. Das wollte ich aber nicht. Da muss ich nochmal, machen wir nochmal, duplizieren. Dann mache ich den Wolf hier nochmal drunter. So, da gehe ich nochmal auf Apple Loops, dahin. So. Und gehe nochmal da. So, jetzt haben wir aber. Und kann den jetzt hier natürlich auch hinschieben, wo ich ihn hinhaben möchte. Könnte jetzt hier zum Beispiel, am Anfang passiert ja nicht so viel, kann ich hier das Ganze mir dann auch wieder zurechtziehen, wie ich das
haben möchte. Und wir können jetzt einmal hier gerade mal an den Anfang gehen. Können wir einmal hören, was wir denn da gemacht haben. Nachts auf dem Friedhof. Oh, was war das für ein Geräusch? Ich habe jetzt aber Angst. Nachts auf dem Friedhof. Ja, das könnte ich mir natürlich jetzt immer und immer wieder anhören. Auch hier noch vielleicht als letztes kann, ich habe jetzt hier sehr viele Mikrofone, aber auch das haben wir eben gesehen, dass das so schön aussah in diesem Video, nämlich ich kann hier auch verschiedene Symbole einfügen. Auch das ist manchmal ein bisschen hilfreich, um die einzelnen kann ich hier noch einzelne Sachen einfügen, damit es einfach ein bisschen von der Unterscheidung her besser ist. Wenn ich jetzt einen Podcast habe, wir haben ja jetzt bei einem Scary Story eine Story, wenn ich jetzt einen typischen Podcast habe mit einem Anfangsjingle und einer Musik, auch die würde ich zum Beispiel hier, Moment, deswegen mache ich nochmal eine neue Tonspur auf, auch den würde ich jetzt hier unter den Loops finden. Dort kann ich jetzt ebenfalls mir hier so einen kleinen Soundtrack drunter legen, der jetzt vielleicht da irgendwie so ein bisschen gruselig dazu passt. Ist jetzt aber egal. Ich nehme das jetzt hier mal und schiebe das hier mal an die Seite und mache das jetzt mal hier im Nachhinein. Dann wäre das vielleicht ganz schön, wenn das hier am Anfang so ein bisschen sich aufbaut. So Fade in und Fade out. Das kann ich machen, indem ich hier auf dieses Symbol tippe. Und das finde ich unter dem Punkt Automation. Das ist auch was, was die Musiker immer gerne nutzen und was Schüler auch tatsächlich gerne benutzen. Nämlich hier kann ich nun dort mit diesen Punkten, die kann ich jetzt hier ziehen, wie ich möchte. Ich kann jetzt hier verschiedene Punkte einfügen und dort mir jetzt, hoppla, kann, da muss man jetzt ein bisschen gucken, kann ich jetzt hier diese Punkte verschieben, aber da muss man tatsächlich immer so ein bisschen, ich bin da noch so ein bisschen grobmotorisch. Also, wie gesagt, das ist mal was zum Ausprobieren und zum Austesten, wie man hier diese Kurve der Lautstärke sich im Prinzip schon im Vorhinein festlegt. Das wäre hier möglich mit dem Punkt Automation. So, ich gehe jetzt hier mal wieder raus. Wenn ich bei dem Ganzen fertig, das mache ich jetzt hier oben mal, rechts fertig, mit meinem ganzen Projekt jetzt hier soweit fertig bin, kann ich hier oben links auf an der Ecke, wie ich das bei Keynote Numbers Pages ebenfalls kann, finde ich hier praktisch den Exit-Button und dort bin ich wieder in meiner Dokumentenansicht. Ich tippe jetzt hier mal auf mein darunter. So. Da wollte ich drunter drücken, den Finger ein bisschen gedrückt halten. Nämlich alle Songs heißen immer mein Song und werden dann durchnummeriert. Aber es macht durchaus Sinn, hier diesen Punkt umbenennen zu nutzen und Test, Podcast und ein Datum oder mein Lehrerkürzel oder was auch immer zu nutzen, damit ich später im Spotlight hier meinen Podcast auch wiederfinde.